Now I done grew up around some people living their life in bottles. Right now they have the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Alright, though, let's do the shit, man. 3, 2, 1, Schere, Stein, Papier! Ja, würde ich mal sagen, willkommen zurück. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt hast du schon wieder gewonnen. Jetzt habe ich gewonnen, dann will ich auch noch weiter gewinnen. Für Leute, die jetzt in das... Ah, leck mich doch, das sind nicht Leichengraben wie gerade! Die ich auf der fucking Antau... Ich habe wieder bloß... Ich habe 4 Zauberkarten und eine Fallenkarte. Das gleiche habe ich gerade eben auch gezogen. Wie viel Pech kann man mit dem Spiel haben? Ja, das Spiel fängt schon an, mich auf Aufgeben zu drücken. Das, ich habe noch nie mit die Runde begonnen. Geht der Zeig auf Aufgeben. Ey. Ja, Leute, würde ich sagen, was ist für heute? Wir sehen uns dann. Oh nein. Du willst nicht wissen, was für eine Karte ich gezogen habe. Nee, bloß nicht. Och. Ich habe gezogen. Krug der Gier. Leck mich. Leck mein Ei. Leg hier eine Karte aus der Hand. La! Ja, keine unbegrenzten Karten mehr bei mir. Ach, hätte ich das gewusst, hätte ich nachgezählt, hätte ich noch eine Karte gelegt. Ach, hier Marshmallows Brille. Ja toll, jetzt, wow, wenn du nichts legst, dann kann ich auch nichts aktivieren. Ja, dann lege ich jetzt was. Weil ich nichts zu verlieren habe, lege ich Zauberer der Zeit. Ach nein, nicht schon wieder den Zauberer. Ich aktiviere den Effekt. Und dieses Mal wird es Zahl werden, ich sehe es vor mir. Nein! Wie viel Pech! Das ist schon mal das dritte Mal in Folge, dass er Zahlen nimmt und kommt. Weil ich gedacht habe, endlich wird es mal passieren, dass dieses Scheiß-Game auf meiner Seite ist. Oh, Scheiße. Ich füge... Luca, und wie ist das Spiel hier? Füge ich dir erstmal ein bisschen Schaden zu. Au. Ey, mein Hals tut schon weh und dann schrei ich hier rum. Viele Leute, die es interessiert. Wir haben immer noch den 28. November. Ich weiß nicht, wann dieser Part rauskommt. Ich bin immer noch auf 180, wenn die... Was sehe ich denn hier für Scheiße? Ich merke schon, alles an einem Tag aufzunehmen bei Yu-Gi-Oh! Ist jetzt gerade ein bisschen zu optimal. Das sieht gerade gar nicht gut aus. Oh, jetzt warten wir mal ab, was passiert. Ey, was willst du mal was? Du willst, dass ich dich angreife oder was? Wilhelm Tell. Oh. Ich opfere grad echt das Fluch. Um eine verdeckte Karte zu spielen. Ja. Ich glaube, dann mache ich halt so hier. Maske der Finsternis. Bild eine Feinkreide auf dem Foto. Warum wolltest du, dass ich dich angreife? Dass du keinen Flip machen musst, oder was? Ja. Naja. So, Karte aktivieren. Ja. Jetzt hier eine Karte. Boah, krasse Karte, Digga. Ich bin die Runde. Ey, ich ziehe bloß Scheiße jetzt. Ja, ich Verteidigungsposition, dann diese Karte verdeckt. Du bist. Lege aus deiner Hand, Magier des Glaubens. Hi. Jetzt kannst du mal irgendwas machen, anstatt Verteidigung zu spielen. Ja, bei der Runde beenden. Warte, wer dieses
Ausgeblasen. Nimm das ausgeblasen Monster. Träger aus deiner Hand. Spiegelkraft. Ui. Ah. Okay, damit du mal Ruhe gibst. Eieisen. Oh nein, es ist ein Eieisen. Und ich greife dich an, anstatt mal... Ich werde mal so freundlich zu dir sein, ich war... Ja, das hättest du jetzt nicht angreifen brauchen. Ach, jetzt komm! Ey, da will man eigentlich freuen, dann sag doch, wenn ich gerade angreifen soll, damit irgendwas passiert hier. Ja, dann hier, greif halt weiter an, ist mir jetzt auch egal. Hier, ich schmeiß sogar Maske der Beschränkung weg. Damit du hier schöne Achtermonster besperren kannst. Ja, komm, Battlephase. Gut, ich greife das Monster an hier. Er greift das Monster an, oh mein Gott, nein, es ist Marshmallow. Das ist eigentlich das schlechte, das stärkste Monster gerade auf dem Feld angegriffen. Das stärkste? Von meiner Seite aus. Echt jetzt? Warum soll ich dich dann angreifen? Was hast du da für Effekte drauf? Ja, du bist. Ah, leg aus deiner Hand, Maske der Verfluchten. Oh. Das ist jetzt voll unfair, weil jetzt kannst du die ganzen Effekte durchlesen. Wichtig, mach das. Und danke für den Tipp. Aha. Jetzt mach doch ja, mal. Ja, ich komm doch. Bleib doch mal ruhig. Ich lese deine Effekte so durch. Ja, gesagt. Ich komm doch, Alter. Ja, ich komme. Ich ja, ach ja. Nee, sie wollte nicht, dass ich komme. Och ja, genau. Jetzt kommt er in seinen Angriffsmodus rein. Ah. Er kommt in seinen Modus. Oh. Er kommt in seinen Modus. Es ist gemein jetzt. Warum? Ich könnte ein Monster öffnen. Ein Öffnen? Ja, da nicht kann ich aber, kann, ja stimmt, kann ich ja nicht. Ah! Aber weiß ich für nächste Runde, weiß ich Bescheid. Ich bin richtig Monster durch. Öffnen, bin richtig also. Durch. Ich habe heute eine Prüfung geschrieben, morgen muss ich noch zwei schreiben. Also ich muss keine Prüfung schreiben. Ja, ich mache ja auch Lehrgang. Damit ich mehr Geld verdiene, um mir mehr zu kaufen, dass ich dich nerven kann. Oh, falscher Knopf. Krug der Gier. Oh, nochmal Krug der Gier gezogen. Wow. Für diese Karte hier. Da mache ich Flipbeschwörung mit der Elfe. Alter, nein, hat er nicht gemacht. Doch, damit ich in die Battlephase gehen kann, greift dich an, damit du Ruhe gibst, dein Monster kommt in Angriffsmodus. Nee? Ja, du kriegst noch erstmal 1000 Schaden. Ja, oh mein Gott, ich greife dich an. Nee. Au. Wow, hat sich eigentlich gelohnt für mich. Kann man jetzt wieder drehen? Nee, das geht nicht. Geht bloß bei bestimmten Karten, habe ich das Gefühl. Manche gehen nicht. Eigentlich bei gar keiner Karte. Nur du hast diese diesen Festungsspaß, wo sein Effekt ist, so ist. So, nee, wow, toll. Brennendes Land, weg mit dir. Oh, noch, oh, eine Karte aktivieren. Krug der Gier. Hast du jetzt nicht mal irgendwann ein 7-Sterne-Monster gezogen oder so? Was willst du damit? Ja, hier, greif jetzt an, komm. Hier, mach wieder ein Krug. Hier, noch eine Schildwache. hätte ich bloß gemacht, was ich wollte. Nein. Und ich finde... 1, 2, 3. Scheiße. Das hier. Kack. Ich lege Artbeam weg. Was für Karten habe ich denn? Ich spiele dieses Monster verdeckt. Ach nö, was setzt denn der hier die ganze Zeit? Das geht ja ihn richtig auf den... Lege aus deiner Hand. Das hier. Soll ich freundlich zu dir sein? Ich weiß nicht, was du vorhast. Ja, einmal angreifen bitte noch. Einmal geht noch. Aber nee, ja, erst setze ich fechtendes Feuer auf Frettchen. Oh. Und damit es mir mal nicht mal richtig auf den Sack geht, aktiviere ich den Effekt von Eieisen.
Ja, gut, ne? Ich aktiviere den Effekt Zorn des Einhorns. Ja, geh auf meine mystische Elfe. Geh in die Battle-Phase. Greife dich mit meiner Elfe an. Nein, nicht die falsche Karte. Sakuretsu. Ah. So, scheiß auf deinen Horn. Ach, kriegst du in der nächsten Runde kein Monster? Ach, ha! Dann greif dich eben mit Feuerfrettchen an. Oh nein, er greift an. Jetzt bin ich mal gespannt in Effekt, weil den habe ich mir nämlich nicht durchgelesen habe. Achso, die vielen Fallenkarte, ja. Lol, Sakuretsu, aber ich hole mir. Boah, was hat denn der Vater mit? Zopf der Gier. Krug der Gier. So, jetzt habe ich vier Platz für vier Karten. Das finde ich super. Was hat er vor? Wenn ich das jetzt so anschaue, dann aktiviere ich doch erstmal die ganzen Ziehkarten. Es wäre jetzt besser, wenn du nicht angreifst. Okay, super. Effekt der Karte aktivieren, genau, Krug der Gier, kennt man. Bringt na eh nichts. Doch! Bin ich dran? Ja. ich aktiviere erstmal die ganzen Zielkarten, zwei Karten legen. Ich aktiviere Aufschlagen. Ach nee. Ich setze diese Karte. Nehme zwei Tribute auf mich. Ich nehme Holzkopf, Hibachi und Millenniums Auge, um den blauäugigen weißen Drachen zu rufen. Also jetzt muss ich kurz zusammenrechnen, bevor ich dich ich aktiviere den Effekt Toren des Einhorns. Ja, okay. Warte, 2, 3, 7 macht 5, 7. Ja, da hast du mich jetzt schon gedacht. Ja. Ich gehe mal lieber, ich gehe mal auf Eiereisen. Und gehe in die Battlephase. Hä, das macht er. Ja, falls du meine Karte zerstörst. Ja, genau. Ja. Gut. Dann machst du es eben doch so. Ja, ich kann jetzt nichts machen, wenn du mich hier eigentlich zerstören könntest. Und das Einhorn kommt zurück. Und... Achso, ich hätte eine Karte zerstören können von dir. Und ich gehe in die Runde. 1, 2, 3... 4. Ja, dann muss ich dieses Monster Verteidigungsposition nehmen. Kurz schauen. Ich habe nichts sonderlich Relevantes. Ja, toll. Ja, dann bist du dran. Die Runde hätte so gut binden können. Brennendes Land. Was habe ich wohl gezogen? Ja, genau. Ich habe schwarze Drache bezogen. Schwarze Drache. Schwarze Drache. Jetzt habe ich noch eine Schäbe Ligier gezogen, aber nee, das schmeiß ich einfach weg. So. Oh. Setzen. Ich aktiviere Brennendes Land. Für diese Karte verdeckt. Diese Karte verdeckt. Diese Karte verdeckt. Und ich aktiviere doch Schäbe der Gier. Warum hast du Brennendes Land aktiviert? Frage ich mich. Das merkst du gleich. Warum ist es gar keine so erfolgreiche Runde, weil du die ganze Zeit nur Scheiße baust und keine Monster beschwörst. Ja, weil ich welche ziehen würde. Wo mal im nächsten Effekt der Karte aktivieren, welchen Effekt? Ich kann auch verdeckte Monster, ja. Ja, dann. Albtraumrad. Och nein. Und noch ein Albtraumrad. Wow. Es bringt so viel. Das hat jetzt so viel gebracht. Kannst du bitte in der nächsten Runde nehme ich nochmal dasselbe Deck, aber ein Deck nehmen, wo du 700 Monster auf einmal beschwören könntest. Alter. Und ich aktiviere noch eine Karte, weil du jetzt unter 3000 Lebenspunkte hast. Ich frage mich, warum ich dich angreifen soll. Das habe ich aber nur gebraucht, damit Spiegelkraft und Sakuretsu-Rüstung mal weggehen. Also ich habe den Platz gebraucht.
So, ja, keine Monster auf der Hand, das ist jetzt ein bisschen suboptimal, deswegen müssen wir. Du kriegst jetzt 2000 Schaden in einer Runde. Okay, 1000 pro Runde. Okay, es bringt zwar nichts für mich, aber damit ich keine Schaden mehr... Keine, vor allem. Keine. Ich beschwöre. Großer Mario Guard Set! Mario Guard Set, yeah, yeah, yeah. Der hat zwar nur 2000, aber... Verdammt. Ich setze diese gerade noch. Oh, aktivieren noch, Horns 1-1. Oh no. Auch wenn es mit dem Sprint meine Karte Edler wieder auf dem Friedhof landet. Aber ich greife. Lass uns dann. Ja toll, jetzt bringt mir auch mein Scherbedeck meine Maske nicht. Ja, da gut, dann mache ich Scherbe. Jetzt bringt mir meine Scherbe der Maske nicht. Was? Scherbe der Maske. Ja, ich bin Runde beenden vielleicht. Ja, ich konnte noch nicht mal die Runde. Ich aktiviere deine Lieblingskarte, Sargverkäufer. Ach, willst du jetzt dein Leben verkaufen? Ich habe da hier. Oh, nochmal Sterbe. Ich habe so viele. Ja. Egal, ich aktiviere Maske der Verfluchten. Was ist dein Monster damit aus? Ja, alles mal aktivieren, was? Ah, jetzt hab ich dich! Du sagst dir diesmal, du weißt deine Karten auswendig, du weißt, was sie machen. Jetzt weißt du es nicht, was sie machen. Ach, nur ein Monster. Ich würde gerne was ausprobieren, aber dazu brauche ich den Platz. Na, ich lasse es lieber. Scherbe der Gier. Ich lasse es lieber. Hier, Scherbe mit dem Gier! Alter, wir sind schon wieder in 38. Runde. Ja, komm, aktiviere. Noch ein geringer Goblin. So, erstmal 500 Schaden. Nochmal 500 Schaden. Und nochmal 500. So, Leute, das war's dann für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Fick die Henne. Ciao, Leute.